Okay, wir sind auf unserer Quest, den Felstunnel zu finden. Und auf dieser Queste werden wir jetzt hier einfach diesen Weg lang gehen. Und hoffen, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich hoffe auch einfach mal, dass mein Team stark genug ist. Azusa braucht auf jeden Fall noch Training. Aber Ups können wir doch hier schon wieder ganz gut verwenden. Die Paralyse ist jetzt natürlich semi-optimal. Ja gut, der Lockduft ist jetzt natürlich egal. Sei mein Gast, Oddish. Sei mein Gast. Natürlich greift die Para, das ist zu erwarten eigentlich. Ich glaube, wenn die Para greift, dann wird der AP-Punkt aber nicht abgezogen, ne? War das nicht so? Ich glaube, ich lasse Ups ein bisschen drin. Ups braucht Training. Auch wenn sie paralysiert ist. Gastspam, auch ein spannender Kampf. Und jetzt auch noch gewickelt, ey, das ist. Also die Para nervt so minimal. So, das war's mit dem Wickel. Ich glaube, ich mach mal was gegen die Paralyse, auch wenn wahrscheinlich die Paralyse sofort wiederhergestellt wird, so wie ich mein Glück kenne. So. Okay, Lockduft. Noch haben wir Glück. Also ich habe Glück und ihr seht mein Glück. Ich habe schon wieder den Stardust nicht verkauft. Ah, Giftpuder, deutlich besser. Haben ihre Meraplas unterschiedliche Puderattacken oder haben die alle das gleiche Moveset? Das wäre vielleicht interessant zu wissen. Wirbelwind? Würde ich wahrscheinlich eher benutzen als Sandwirbel. Wobei Wirbelwind ist, glaube ich, das erzwingt einen Wechsel, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, deswegen benutze ich Wirbelwind jetzt noch nicht. Yep, in einem Move weg. Sehr schön. Du warst ziemlich nervig, Illichia. So. Bevor ich irgendwas mache, habe ich doch bestimmt noch ein Gegengift irgendwo. Nee, kein Gegengift. Nee, kein Gegengift. Okay, dann gehe ich nochmal kurz ins Pokémon Center. Da muss ich zwar nochmal zerschneidern, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Den Stardust verkaufe ich jetzt nicht. Ich möchte die Folge nicht grundlos in die Länge ziehen. Okay, jetzt muss ich natürlich nochmal durch dieses Haus, in dem das eingebrochen wurde. Alle, die in dieser Route sind, die müssten eigentlich durch dieses Haus gegangen sein. Zumindest alle, die aus Azuria oder den davorherigen Städten kommen. Ist den Leuten das mittlerweile egal, dass einfach wildfremde Leute durch ihr Haus laufen, oder wie verhält sich das? Würde mich auch mal interessieren. Oh, Aeroas. Das ist verdammt gut gerade. Ja.
TM-Case? Wo ist Aeroas? Da. Wieso kann Victoria Aeroas lernen? So, das ist viel besser als Wirbelwind. Yeah, und du siehst cool aus, ups. Yeah, Aeroas. Sehr gut. Zeit für einen Kampf gegen Wanderer. Der hat bestimmt wieder Felsviecher. Das ist der offizielle Name, Felsviecher. Googelt es. Ah, okay. Und Mascholo. Da ist jetzt natürlich nicht unbedingt angebracht. Aber hier, das Aeroas kann ich benutzen. Azusa passt nicht so unbedingt, aber das Aeroas. Energiefokus, die Attacke, die ich nie verstanden habe. Ja, sehr schön. Einfaches Tackle reicht. Ich möchte Ups noch zum Taubos entwickeln. Nicht unbedingt in dieser Folge, aber doch schon in der relativ nahen Zukunft. Das ist doch... Und Onix ist ein super Futter für Nagato. Boah, ich bin so kurz vorm Niesen, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich halte mich zurück. Weil bei mir ist es so, wenn ich einmal niese, dann kommt der zweite Nieser sofort hinterher. Ein bisschen ätzend, aber immerhin ist das wirklich immer so, von daher. Okay, was geht hier? Da geht's zum Felstunnel. Hier geht's irgendwo anders hin. Okay. Also ich möchte wirklich gerne nach Lavandia. Aber ich möchte auch dieses Item haben. Na, mal gucken. Ja, Kleinstein, das ist ja reizend. Könnte mein eigenes Kleinstein dagegen schicken. Aber ich glaube, Nagato ist einfach deutlich praktischer. Ja, meins kann Defensive Curl gar nicht. Mehr. So, und wieder Rasierblatt. Ist das nicht mega spannend und ist überhaupt nicht vorhersehbar? Liebes Publikum. Dieses indirekte Training lohnt sich nicht für Azusa. Onix, das ist genau der gleiche Wanderer mit einem anderen Namen. Ich hoffe zumindest, dass der einen anderen Namen hat. Game Freak, wart ihr faul? Ich habe jetzt gerade echt kurz vergessen, was Lazy auf Deutsch heißt. So ist das, wenn man deutschen und englischen Content macht, Ladies and Gentlemen. Man vergisst einfach beide Sprachen im Prinzip. Man vergisst die Übersetzung für beide Sprachen konstant und baut dann einfach die andere ein. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Das heißt, hier geht's so oder so zum Felstunnel. With those good looking Pokémon. Dankeschön, dankeschön. Das ist im Übrigen, das habe ich mal auf dem Schiff gesagt, das ist kein Arcani, das ist ein Fukano. Ich habe das wirklich jedes Mal Arcani genannt. Aber es ist ein Fukano. So, ich habe mich jetzt offiziell mal korrigiert. Es ist nicht so, dass ich Kommentare kriegen würde, die sagen, du hast da einen Fehler gemacht, wofür ich dankbar bin. Aber es ist trotzdem eine Sache, auf die ich ab und zu hingewiesen worden bin. Nicht in Kommentaren, sondern in Person. Weil ein Großteil meiner Cousins, was heißt ein Großteil meiner Cousins? Einige meiner Cousins gucken meine Videos ab und zu mal. Und das ist auch, glaube ich, irgendwie 50% meiner Zuschauerschaft. Wenn nicht sogar mehr. Der hat ein Glumander. Ich möchte auch eins. Wobei, wenn ich die Wahl hätte zwischen Glumander und Shigi... Wenn ich mir eins von den beiden aussuchen darf, würde ich Shigi noch vorziehen. Also ich meine, Glurak ist awesome und alles, aber ich war immer ein Turtwurk-Fanboy. Und Shigi an sich ist auch cool. Komm, Shigi ist cool.
Was mich ein bisschen besorgt stimmt, ist, dass wir kein Pokémon Center in der Zwischen... Also wir können ja jetzt nicht mehr zurück, glaube ich. Jetzt müssen wir also quasi ohne Pokémon Center uns durchboxen. Schick mal Obst raus. Gegen dieses Bibor. Das nach wie vor amazing aussieht, aber wir haben unser eigenes. Maya. Wo ich auch kurz überlegt habe, ob ich die nochmal ins Team holen möchte, aber... Also Ups wollte ich auf jeden Fall ins Team. Ups war der Grund, warum ich das Team überhaupt umgestellt habe. Dann habe ich gesagt, ja, Victoria und Victor haben ja fast das gleiche Moveset. Dann kann ich Victoria mal wieder ein bisschen trainieren, weil Victors Training ist ja ganz gut gelaufen. So kam die Teamumstellung zustande, für alle, die in irgendeiner Form neugierig waren. Wann entwickelt sich Ups? Ich vergesse die Levelstände. Ich kann mir Zahlen nicht merken. Tut mir leid. Level 21 haben wir. Das war aber noch nicht die magische Zahl. Ach doch, hier kommen wir zurück. Wie kommen wir denn dann zum Felstunnel? Ich bin wieder verwirrt. Hab ich sehr auch, die Folge ist so gut wie rum. Also werde ich mich jetzt nicht wirklich lange hier aufhalten. Hier gibt es auch nur Habitax und Sundance. Also... Ich würde sagen, ich beende die Folge hier und nächste Folge gucken wir mal nach dem Felstunnel irgendwie. Und gucken, dass wir den irgendwie finden. Bis dann, schönen Tag noch.